Der Tetraski gibt ganz neue Dimensionen. Im Tetraski können wirklich alle Leute, die sonst niemals mehr sitzen könnten, selbstständig Skifahren, können mit diesem Gerät wieder selber Skifahren. Man braucht dabei keine Armfunktion, man braucht aber auch keine Kraft. Und ich als Skilehrer bin verantwortlich für den Gast in dem Sinn, was ich ihm die Sicherheit gebe. Ich bin immer mit einem Seil an dem Tetrabob verbunden. Wenn es mal einen technischen Zwischenfall gibt oder wenn auch mal der Gast vielleicht ein Hindernis nicht sehen würde, könnte ich eingreifen an dem Seil. Oder auch mit meinem Joystick, den ich an der Hand habe, dann kann ich die Steuerung über das Gerät übernehmen. Und das gibt wirklich noch die nötige Sicherheit für beide. Es braucht aber gewisse Hilfestellungen. Es gibt nicht die absolute Selbstständigkeit. Das Thema ist halt da, wie komme ich auf den Lift, wie kann ich mich da weiter bewegen, wenn ich mal ins Flache komme. Und der zweite, und das ist der Haupt- und der wichtigste Punkt eigentlich, dass wir wirklich die Sicherheit im Vordergrund haben. Das Gerät kostet relativ viel, ist aber auch sehr viel Elektronik drin, wirklich ganz neu entwickelt. Plus dazu wollen wir eben das auch ermöglichen, dass Menschen mit einer höheren Einschränkung auch auf den Schnee können und auch möglichst unabhängig können, da mit dem Gerät fahren. Der Tetraski ist für alle Leute geeignet, die nicht selbstständig mit dem Monobob oder mit dem Dualbob fahren können. Das Gerät ist vor allem für solche Gäste geeignet, weil der Tetraski hat ein ganz spezielles Sitzkissen für die Druckstellen. Sie haben aber auch eine Kopfstütze für jemanden, der gar keine Muskulatur hat, wo man den Kopf und den Körper komplett abstützen kann. Und so ist wirklich alles offen, da kann jeder damit Ski fahren. Wir setzen den Tetraski in Sörenberg einsetzen, der ist dort auch stationiert. Wir werden den jetzt in diesem Jahr gezielt einsetzen, wenn jemand kommt, der das wirklich ausprobieren will, weil wir es noch nicht offiziell ausschreiben für diesen Winter. Wirklich offiziell als Angebot wird der Tetraski nachher in der Saison 2023-2024 auch gebucht werden.